ganz gut sein. Okay, er spielt Terry. Und Terry kann auch ganz gut sein gegen Seif. Da kann aber kann. An der Edge nicht besonders gut. Allerdings, so wenn man diesen Power Knuckle oder Burning Knuckle macht und die Dose trifft, dann kann es sein, dass man die Dose trifft, ihn trifft und die Dose trifft dann auch nochmal da kann. Das ist immer dieses DLC-Ding, wie das alles irgendwie so cursed ist. Ja, aber jetzt gerade, Down Air, gut DI'd, mit der nach links DI'd oder gar nicht, der auf Stage gelandet. Das ist eine der wichtigsten Sachen gegen Terroristis. Wie schnell kannst du ihn unter 100% eigentlich raufhauen oder wie fit ist er eigentlich blau? Wenn er Go hat, ist es ziemlich angstanflüchtig. Und will keine die Kills bekommen. Wir hatten das Set gegen den besten Terry in Deutschland. Hat Beißel auch gespielt. Bei Arcadia 3, glaube ich. Oder 4, ich weiß nicht. Boom! Nope, okay, noch nicht. Das war gegen Junes und bei dem Set, das will ich einmal erzählen, bei dem Set war es so, dass es 1-1 stand oder 2-2, keine Ahnung. Und im letzten Moment war es so, dass ein Buster Wolf getroffen hat und bevor das Ganze fertig war, hat aber Junes einen Pop-Off gemacht, bei dem Home gedrückt wurde und das Spiel beendet wurde. Ich weiß nicht, wie man das schafft. Aber er hat das irgendwie das Spiel dadurch beendet, aber Darkhan war noch nicht tot und er meinte, ja, da ist die Dose aber noch und die kann das Ganze noch beeinflussen. Deswegen mussten wir das Set nochmal, das Game nochmal spielen und das hat dann Darkhan Beißel gewonnen. Ja. Das ist so crazy gewesen. Das war wirklich so crazy einfach. Ja, wir sehen im Moment, wir hatten die Lead, die Stock-Lead von Syntek. Er hat immer noch Prozent-Lead, aber wie lang kann man die gegen Darkhan halten? Da sind wir. Gegen einen Meister Darkhan-Spieler der Twitter-Kombo-Industrie. Und ich sagte, der fischt auf jeden Fall für Kombos. Der will auf jeden Fall mindestens eine Twitter-Kombo schaffen. Letztes Mal hat er es geschafft. Gegen den ersten Skadi. Ah. Das war schon witzig. Schön im Grand Final erstmal eine Twitter-Kombo. Okay, also Go ist wieder online. Noch reicht es nicht für den Kill, aber der Damage ist natürlich trotzdem da. Terry ist ready to go. Max Rage, go Terry. Und bye Terry. Bye Terry. Okay. Also, jetzt heißt es irgendwie den Kill bekommen. Er versucht es mit diesen Power Dunks, Tomahawk Power Dunks, oder wie man das auch nennen würde, dass er danach keinen Lag hat. Aber Weiß lässt das dazu gar nicht erst kommen. Da ist ein Gunman, da ist eine Dose und er lässt ihn da gar nicht Power Dunken. Okay, 2. Ah, oh, okay. Da war die Zitterkammer. Er wollte Dragdown ab, er hat Up Smash machen. Auch sehr cool, auf jeden Fall. Hätte das geklappt. Aber wir sehen es nur in Ansätzen. Die Twitter-Kombos. Oh. Snipe vielleicht. Down it. Kein Snipe. Okay, er wollte Dose. Okay. It's go time. So, jetzt schauen wir mal. Vielleicht. Comeback Mechanic Time. Braucht auf jeden Fall eine Combo. Ah, Da war die Combo. Oh nein. Ja, das ist ja das Ding. Also die Side-B von Darkhan zerstört Combos. Komplett. Kommt so Frame 1 raus, explodiert und zerstört eine Combo einfach komplett. Gut, also, wir haben gesehen, Beißel holt sich das erste Game, lässt hier Syntek nicht mehr das Comeback starten. Wir gehen in Game Nummer 2. Ich weiß nicht, ob man da von den Stages her irgendwie was besser machen kann. Ich habe jetzt bisher noch sehr wenig Smashville oder generell Town City und Smashville gesehen. Ich bin mal gespannt. Ich weiß, dass Beißel Town City auch mag. Smashville sieht man sehr selten im Moment. Ich bin mir vorstellen, dass sie größtenteils gebannt wird, weil das ist ja so eine kleine Stage. Das heißt, größtenteils wird einer von beiden Spielern auf jeden Fall nicht drauf spielen wollen. Oh, wirklich? Spielen wir jetzt auf FD? Ist das eine gute Map in der Matchup? Also ich weiß, dass Beißel diese Map sehr gerne mag. Also das ist, es ist egal, wie schlecht das Matchup auf der Stage ist. Er pickt die, weil es ein Comfort-Pick ist. Ja.
Okay. So. Dann hier auf jeden Fall ein bisschen Cloud-Mucke. Final Fantasy. Gut. Syntec gegen Beißel. Wir gehen in die zweite Runde. Nach diesem Set wird wahrscheinlich erstmal Pause sein. Da spielen wir dann erstmal Double Zweiter. Kleine Pause und dann machen wir Double Zweiter. So, es geht weiter. Beide mit gutem Damage für den Anfang. Sehr gut, Down-Baby-Karte. Oh, oh. Das war's. Ja. Und damit muss man ganz vorsichtig sein. Da habe ich am Anfang schon gesagt, es ist schwer immer auf Sage. Muss man ganz vorsichtig sein mit Terry. Darf man nicht overshooten, am besten mit Invincibility recovern. Oh mein Gott. Oh. Der Kombos. Oh, schade. Er wollte zu viel. Weil da, ab dem Jab, machst du am besten Safe Damage. Einfach weil sonst musst du noch einmal readen. Und da kann alles kommen. Da kann Rolle kommen, da kann Angriff kommen. Es ist nicht. Also so vom Ding her, in der Theorie ist es nicht worth it. Aber für die Schönheit ist es worth it. Auf jeden Fall. Okay. Und hier ist doch das wieder ausgeglichen. Und ab er, okay, smart. Down hätte nicht getroffen. Dafür möchte ich, dass Terry noch Terry ist. Terry kann Terry Sachen machen. Beißel tradet schon mit Dosen. Also darf das die Situation auf jeden Fall nicht unterschätzen. Aber direkt das Setup. Das ist so smart. Oh, hör doch auf! Hör doch auf! Oh mein Gott, er hat den F-Smash gemacht sogar. Er hat fast eine Zero to Death gemacht gerade. Heftig. Vor allem, wo kommen die immer her? Okay, das war so random gerade. Ich weiß auch nicht, was da genau passiert. Das war, glaube ich, ein Jab zu wenig. Ich glaube, die haben geclashed. Und Syntec hat einfach weitergedrückt. Mhm. Das hat irgendwie, ist irgendwie gegangen. Aber hat irgendwie funktioniert. Wir sind jetzt also mit beiden auf dem letzten Stock. Das heißt, Syntec ist auch immer noch im Game. Oh. Und das war ausgehend. Ja. Commentators Curse. Und wir haben hier das 2-0 für Beißel. Und damit den Sieg über Pool 4. Er geht weiter in die nächste Runde.